Herbe Verluste heute für die Bundes-SPÖ. Hätten Sie mit diesem Ergebnis gerechnet? Nein, ehrlich gesagt nicht. Mein Tipp war, dass wir bei 25% zum Liegen kommen und insofern mein eigener Tipp leider nicht aufgegangen und der klare Wahlsieger ist die ÖVP und die Grünen. Wer hat jetzt Schuld an dem Ergebnis der SPÖ? Ich glaube, es ist wieder ein Thema, dieses Mal, das im Nationalratswahlkampf dominiert hat, das war das Klimathema. Da sind wir eben nicht der erste Ansprechpartner. Ich glaube, dass viele Stimmen, die wir damals von den Grünen bekommen haben, wieder zurück zu den Grünen gegangen sind. Und die ÖVP und die FPÖ, die sind mittlerweile inhaltlich so gleich, dass es zwischen diesen zwei Parteien zu einer Wählerwanderung kommt. Das hat man übrigens auch schon im Gemeinderatswahlkampf in der Stadt Salzburg gesehen, dass die Verluste der FPÖ 1:1 zur ÖVP gegangen sind. Es sind wieder mal nicht unsere Themen gewesen, man muss das neidlos sagen. Es war vor einigen Jahren das Thema Migration, die Flüchtlingskrise und jetzt das Klimathema. Es sind nicht die sozialen Themen und wo die SPÖ stark ist. Hat die SPÖ keine Themen oder kann sie nicht rüberbringen? Ja, ich glaube, wir haben viele gute Themen in diesem Wahlkampf gehabt, aber es ist immer wieder über Skandale gesprochen worden und auch geschrieben worden und so ist man dann mit den Themen nicht wirklich durchgekommen. Und ich habe es auch selbst wieder im Wahlkampf erlebt, dass speziell die Generation 60+ nach wie vor beim Thema Sicherheit, Zuwanderung große Vorbehalte hat und da gelingt es uns einfach als SPÖ nicht, eine klare Position zu finden. Ist Pamela Rendi-Wagner die richtige Frau an der Spitze der Bundes-SPÖ? Ja, mit Sicherheit. Ich habe sie die letzten 1,5 Jahre persönlich sehr gut kennengelernt. Es ist, glaube ich, eine wirklich starke Frau, eine moderne Frau, eine inhaltlich wirklich sehr, sehr gut aufgestellte Frau. Und aus Sicht der Salzburger SPÖ steht sie nicht zur Debatte.